Das sächsische Burgen- und Heideland ist durch eine Vielzahl von Traditionen geprägt. Steinerne Zeitzeugen künden von einer reichen Geschichte. Inmitten dieses reizvollen Landstrichs liegt die große Kreisstadt Glauchau. Zu den Plätzen mit langer Tradition gehört das Rudolf-Virchow-Klinikum Glauchau. Bereits am 1. Oktober 1914 konnte das Haupthaus des heutigen Krankenhauses eingeweiht werden. Nach nunmehr jahrzehntelanger bewegter Geschichte erwartet das Rudolf-Virchow-Klinikum Glauchau seine Patienten heute mit einem hervorragend ausgebildeten Team und modernster Medizintechnik. Das Rudolf-Virchow-Klinikum Glauchau verfügt über 8 Fachkliniken mit den zugehörigen Funktionsbereichen, welche alle nach einem zertifizierten Qualitätsmanagement arbeiten. Bereits in unserer Patientenaufnahme empfängt freundliches Fachpersonal die Patienten, klärt sie über die Abläufe auf und informiert sie über die vielfältigen Möglichkeiten des Hauses. Untergebracht sind unsere Patienten überwiegend in 2 Bettzimmern mit Hotelstandard, inklusive Sanitärzelle mit Dusche und WC, Schließfach, Telefon und Fernsehgerät. Jeder Patient kann sich darüber hinaus aus zahlreichen Zusatzleistungen sein Wahlleistungsangebot zusammenstellen. Die 8 Fachkliniken sind das Herzstück unseres Klinikums. Das Fachgebiet der Anästhesie als Querschnittsfach der modernen Medizin ruht auf den 4 Grundsäulen: Anästhesie, Intensivtherapie, Schmerztherapie und Notfallmedizin. Unsere Anästhesisten erfüllen bei der Planung von Eingriffen, der Risikoabschätzung, der Auswahl geeigneter Narkoseformen, der Überwachung während der Operation und der Betreuung in der postoperativen Phase eine wichtige Schnittstellenfunktion. Dafür steht ein hochqualifiziertes und motiviertes Team von Ärzten und Schwestern rund um die Uhr zur Verfügung. Die Anästhesisten unterstützen die anderen im Klinikum etablierten Fachbereiche bei der Betreuung der ihnen anvertrauten Patienten im Rahmen von Operationen oder lebensbedrohlichen Erkrankungen. Die in Jahrzehnten gewachsene Tradition der Augenheilkunde in Glauchau bietet ein sehr breites diagnostisches und therapeutisches Spektrum. Die Augenklinik am Standort umfasst einen stationären Bereich mit 27 Betten, 2 Operationssäle und eine Ambulanz mit mehreren Spezialsprechstunden. Permanente Aktualisierungen der zur Verfügung stehenden mikrochirurgischen Geräte und der eingesetzten Diagnoseverfahren ermöglichen es, dass viele Eingriffe ambulant durchgeführt werden können, ohne die Notwendigkeit langer Klinikaufenthalte. Die Behandlungsverfahren orientieren sich an den aktuellen Leitlinien für das Fachgebiet und werden entsprechend der aktuellen medizinischen Erkenntnisse regelmäßig optimiert und weiterentwickelt. Die Abteilung für allgemeine Viszeral- und Gefäßchirurgie bildet nahezu das gesamte Spektrum der Eingriffe im Bereich der allgemeinen Viszeral- und Gefäßchirurgie, von kleinen Routineeingriffen bis zu komplexen multiviszeralen Tumoroperationen außer Organtransplantationen ab. Durch kontinuierliche Integration neuer operativer Techniken und moderner Therapiemittel sind wir bemüht, für unsere Patienten eine fortschrittliche, gemäß den aktuellen Standards orientierte Chirurgie vorzuhalten. Für das operative Spektrum stehen der Klinik für Chirurgie 5 moderne OP-Säle zur Verfügung. Sie verfügen über modernste Technik wie HD-Bilddarstellung in der minimalinvasiven Chirurgie und Röntgendiagnostik in der endovaskulären Chirurgie. Die Abteilung umfasst 2 Stationen mit ausschließlich 2 und 1 Bettzimmern. Zur Behandlung von Patienten mit Problemkeimen stehen 4 Infektionseinzelzimmer zur Verfügung, welche nach neuesten hygienischen Standards eingerichtet wurden.
Der Fachbereich Unfall- und Wiederherstellungschirurgie behandelt nahezu alle Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates wie Muskeln, Bänder, Sehnen und des knöchernen Skeletts, die durch Unfall, Sportverletzungen und degenerative Erkrankungen hervorgerufen wurden oder angeboren sind. Zur operativen Therapie stehen 5 OP-Säle zur Verfügung, in denen unter modernsten Bedingungen behandelt wird. Die Klinik ist als Einrichtung der Basisversorgung für Schwerstverletzte im Traumanetzwerk Westsachsen zertifiziert. Weiterhin ist der Fachbereich zum Verletztenartenverfahren der Berufsgenossenschaften zugelassen. Unsere Klinik für Innere Medizin 1 erstreckt sich über 3 Stationen mit insgesamt ca. 70 Betten. Ein breites diagnostisches und therapeutisches Spektrum auf den Gebieten Kardiologie, Angiologie, Nephrologie und Geriatrie wird vorgehalten. Zur Klinik für Innere Medizin 1 gehören auch die internistische Notaufnahme, der internistische Intensivbereich, die Stroke Unit sowie eine Herzschrittmacher-ICD-Ambulanz. Auch operative Eingriffe, wie zum Beispiel Schrittmacher- und Defibrillator-Implantationen, werden von den Kardiologen der Inneren Klinik in hochmodernen OP-Sälen durchgeführt. Die Klinik für Innere Medizin 2 umfasst rund 60 Betten. Dazu kommt eine große Funktionsabteilung mit Endoskopie, Ultraschall, EKG, EEG, Lungenfunktionstest und mehr. Das Leistungsspektrum umfasst die internistischen Teilgebiete Gastroenterologie, Pneumologie und Onkologie. Unter diesen Schwerpunkten versteht man Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, die Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Lungen, Bronchien und des Rippenfells sowie die Behandlung von Tumorerkrankungen. Eine gastroenterologische Ambulanz sowie ein Zentrum für Schlafmedizin runden das Leistungsangebot ab. Die Frauenklinik umfasst über 30 Betten sowie 12 Neugeborenenbetten und 3 Kreissäle. Weiterhin steht für operative Eingriffe ein moderner Operationsbereich zur Verfügung. Das breite Spektrum der Gynäkologie beinhaltet alle Standardoperationen bis hin zur Tumorchirurgie. Dazu gehören zunehmend minimalinvasive Operationen. Viele Eingriffe werden auch ambulant durchgeführt. Im Bereich der Geburtshilfe werden in unseren modernen Kreissälen pro Jahr rund 500 Geburten betreut. Zur optimalen Versorgung der Neugeborenen stehen verschiedene medizintechnische Überwachungseinheiten zur Verfügung. Zudem sind erfahrene Kinderärzte rund um die Uhr im Klinikum vor Ort. Das Behandlungszentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Rudolf-Virchow-Klinikum Glauchau umfasst 70 stationäre Plätze, verteilt auf 4 Stationen. Die Patientenunterbringung erfolgt auf offen geführten Stationen. Zudem gehören auch 30 teilstationäre Plätze, davon 15 in Glauchau und 15 in Limbach-Oberfrohna, sowie eine stations- bzw. tagesklinisch integrierte und eigenständige Institutsambulanz zum Behandlungszentrum. Eine enge Kooperation besteht mit dem Rehabilitationszentrum für psychisch Kranke. Die Behandlung führen multiprofessionelle Teams, bestehend aus Mitarbeitern des ärztlichen Bereiches, der Pflege, Psychologie, Sozialarbeit, Ergo, Musik, Kunst- und Bewegungstherapie durch. Es werden alle seelischen Erkrankungen des Erwachsenenalters, einschließlich der Suchterkrankungen, behandelt. Dies umfasst sowohl akute Lebenskrisen als auch eher länger andauernde seelische und neuropsychiatrische Erkrankungen. Die Behandlung in der Glauchauer Tagesklinik findet überwiegend in Gruppen statt. Ein therapeutischer Schwerpunkt ist dabei unter anderem die Verarbeitung traumatischer Erlebnisse im Kindheits- und Erwachsenenalter.
Auch in der Tagesklinik Limbach-Oberfrohna arbeiten die Mitarbeiter methodenübergreifend in Gruppen von 7 bis 8 Patienten. Das sozialpsychiatrische Behandlungssetting mit alltagsorientierter Gruppenbehandlung wird in der Einrichtung angeboten und steht in den Einrichtungen im Vordergrund. In der Küchentherapie zum Beispiel besitzt die entstehende Gruppendynamik und Reflexion des gemeinsamen Tätigseins einen hohen therapeutischen Stellenwert. Neben körperorientierten Verfahren wie Rhythmik, Sport und Entspannung findet auch die Muskeltherapie ihren Einsatz. Das Klinikum umfasst zudem eine HNO-Belegabteilung. Weiterhin ist eine Kinderklinik als Außenstelle des städtischen Klinikums Zwickau etabliert. Vielseitige Angebote von Gerätefitness über Therapien bis hin zum Schwimmen realisiert das angeschlossene Gesundheitszentrum. Es dient der gesundheitlichen Vor- und Nachsorge. Die breite Angebotspalette kann sowohl von unseren Patienten als auch von allen anderen Interessenten wahrgenommen werden. Das Zentrum umfasst verschiedene Funktionsbereiche, wie eine Therapie- und Sporthalle mit Fitnessbereich und Yogaraum, wo auch trendige Sportarten wie Zumba in Kursform angeboten werden. In der Abteilung für stationäre und ambulante Physiotherapie erfolgt die Rehabilitation während und vor allem nach dem Klinikaufenthalt. In der modernen, lichtdurchfluteten Schwimmhalle finden rund um die Woche verschiedenste Kurse und Bewegungstherapien statt. Hier machen auch die Kleinsten ihre ersten Erfahrungen im nassen Element, bei den regelmäßigen Babyschwimmkursen. Die Funktionsbereiche unseres Hauses nehmen eine wesentliche Bedeutung in der medizinischen Leistungserbringung ein. Das beginnt bereits bei den Voruntersuchungen, wie beispielsweise in der Endoskopie oder der angeschlossenen Röntgenpraxis. Diese liefert dem Ärzteteam wichtige Hinweise für eine punktgenaue Diagnose und ist damit unter anderem Voraussetzung für die erfolgreiche Behandlung des Patienten in den einzelnen Kliniken. Auch unser Labor ist ein unentbehrlicher Baustein für die zeitnahe Diagnostik. Rund um die Uhr führt das erfahrene Laborpersonal notwendige Untersuchungen, einschließlich der Mikrobiologie und der Transfusionsserologie durch. So können dringende Sofortmaßnahmen und operative Eingriffe ohne Verzögerung realisiert werden. Die Apotheke am Klinikum gewährleistet die Arzneimittelherstellung und Information sowie die pharmazeutische Versorgung. Dabei versorgt sie die einzelnen Abteilungen und Kliniken mit Arzneimitteln, Infusionslösungen, Ernährungslösungen, Blutprodukten, Desinfektionsmitteln, Labordiagnostika und Medizinprodukten wie Verbandsmitteln, Nahtmaterial, Infusionszubehör und Implantaten. Am Klinikum sind auch mehrere Arztpraxen etabliert. Im klinikeigenen medizinischen Versorgungszentrum, kurz MVZ, werden die Fachbereiche Allgemeinmedizin, Neurochirurgie, Neurologie, die Kinder- und Jugendmedizin sowie eine psychologische Psychotherapie vorgehalten. Weiterhin haben sich am Standort des Klinikums auch selbstständig tätige Ärzte mit ihrer Praxis niedergelassen. Dazu gehören die Bereiche Diabetologie, Gefäßmedizin, Onkologie, Radiologie, Urologie sowie die Zahn- und Kieferorthopädie. Kurzum, das Rudolf-Virchow-Klinikum Glauchau ist ein modernes Krankenhaus der Regelversorgung, in dem durch hervorragend ausgebildete Spezialisten aller Fachrichtungen in Verbindung mit moderner Medizintechnik und engagiertem Personal alles getan wird, um Patienten die medizinisch beste Behandlung, aber auch Geborgenheit, menschliche Wärme und Zuwendung zu geben. Das Rudolf-Virchow-Klinikum Glauchau präsentiert sich auf seinem traditionellen Standort als ein Krankenhaus mit modernsten medizinischen Möglichkeiten und bestem Service zum Wohle der Patienten sowie hervorragende Bedingungen für die Mitarbeiter.